Sondern nur, dass ich umgebracht werde. Mir ist auch nichts passiert. Jetzt ist es dunkel geworden. Auf geht's. Betty, werde ich los. Oh, dieses Blut, ne? Es ist wirklich... Ich habe jetzt auch mich nicht gespoilert, ob es jetzt wirklich weitergeht, ne? Oder ob wir jetzt einfach nur vielleicht noch zwei Etagen kommen und wir das Ende verkackt haben. Da sind wir. Was ist das für ein riesiger Handabdruck auf dem Bett? Ja. Zieh das mal an. Ja, das ist, vielleicht ist das endete doch mit dem Doktor, dem riesigen da. Stimmt. Vielleicht hat er auch große Patscher. Das ist ja jetzt quasi, so soll es aussehen, oder? Ja. Oh. Oh Gott, guck dir mal den riesigen Handabdruck. Hast du es auch gerade gesehen, ja? Am Fahrstuhl, ja. Du meinst, das ist alles Farbe natürlich, ne? Guck hier oben, das kam aus den Sprenglern. Und wie erklärst du das am Lüftungsschacht? Das ist, ja, also von da, der war so ein bisschen verstopft und dann ist da so ein dicker Flatschen hin und dann ist es gelaufen. Das ist so Action Painting. Kennst du das? Ja, dann so draufgehingst und hier ist der Eimer umgekippt und jemand hat ihn da reingezerrt. Alle drei Eimer, alle fünf Eimer. Ja, also es ist ja viel zu tun hier drin. Also braucht man auch viele Eimer. Gott. Das steht wieder auf 1, okay. Ting. Es ist dunkel, oder? War es vorher auch dunkel? Also bei mir ist es ganz normal. Ja, das ist doch dunkler als gerade eben. Ist es? War hier vorne eine Pflanze? Ja. Was ist da? Oh, guck mal neben dem Wasserspender auf das Schild. Ach, schön. Ich merke mir jetzt die Helligkeit. Entschuldigung. Wir fahren nicht, oder? Ich habe kein Geräusch gehabt. Echt nicht? Ich schon. Also wenn hier irgendwo ein anderer Blutspritzer ist, ne? Dann, also... Ich traue mich mal eben ganz kurz am Anfang in die Einstellung zu gehen. Irgendwas ist doch hier anders als beim letzten Mal. Kameraverwacklung. Ja, die möchte ich bitte ausmachen. Gesamtgrafik low? Was ist das denn? Du darfst nicht auf High stellen, sonst stürzt das Spiel ab. Okay, dann auf Medium. Audio kann, glaube ich, ein bisschen höher. BSDE. Okay. Ja, besser. War hier schon vorher so ein Fleck, der so in den Aufzug reingezogen wurde? Warte mal, nee, hier ist eine 6 am Boden, oder? Ja. Die war nicht, denke ich. Hier sind 6 auf den Türen. Wow, warte mal, ich sehe das gar nicht. Nee? Oh doch, jetzt, oh, ganz schwach. Ich finde das schon immer jemand hinter die Tür gezogen worden. Ich weiß nicht. Wieder zurück, zurück. Kann ich das mal ein bisschen heller machen? Irgendwo hier. Sichtfeld. Mein Fadenkreuzdeckkraft. Oh oh. Okay, nee, ist alles gut. Soll ich den Trick verraten, wie du etwas heller kriegst? Ich kenne den Trick. Da ist eine 6 an der Decke. Okay.
Warte, ich war die schon immer da? Wo? Ein riesiger Blutfleck in Form einer 6? Ich weiß nicht. Ich glaube, Schatten hat auch Angst. Ja. Nein, also ich bin schon wieder zurück. Sicher? Die 6 ist doch sehr auffällig, ne? Außer wir werden vielleicht zu blöd. Wo gehst du hin? Ich gucke jetzt einmal kurz, ob die... Ja, die 6 hier am Boden war auch schon. Wie, die 6 am Boden war auch schon? Ja, wir sind doch vorhin einmal zurückgefahren, weil wir dachten, die 6 wäre vielleicht nicht da gewesen. Ja, aber... Die war da. Aber die ist ja jetzt auch wieder da. Jetzt bin ich unsicher. Stimmt die Uhrzeit? War die Uhrzeit anders? Müsste 5:30 sein. Oder 6:30 eher. Ja, das stimmt. Ja, was machen wir denn jetzt? Das ist auch eine 6 an der Wand, ne? Ich meine, das Spiel heißt so. Ja. Das bleibt dicke, ich weiß es nicht. Komm, wir gehen zurück und wenn es nicht stimmt, dann gucken wir uns nochmal alle 6 an. Okay. Weißt du, wenn ich mir Sorgen mache? Wann denn? Ich mache jetzt. Wenn wir jetzt bei der 5 sind und da oben ist die 6 immer noch. Nee. Warte ganz kurz auf mich. Ich muss eben einmal deinen Trick hier anwenden mit dem Heller machen, weil ich sehe nicht so viel. So. Okay, der ist aber auf der Aufnahme dann trotzdem, ne? Was okay. Dein? Ja, das weiß ich. Okay, es ist 0. Es ist eine 6 an der Decke. Jetzt gucken wir aufmerksamer. Die Pflanze ist da und hat Blut. Die Schlieren sind da. Das komische S ist da. Die 6 an der Wand ist da. Das habe ich auch nicht gesehen, dass das hier so... Ja, das ist hier oben so... Ne? Wie Sommersprossen aussieht. Ja. Boah, ich habe gestern... Der Fleck, der nach oben geflossen ist. Ja, das ist... auch bei Action Painting eher untypisch. Ich habe gestern mit TikTok-Filtern gespielt und ich habe einen gefunden, wo du wirklich jeden Kram an Make-up einstellen kannst. Ich war hinterher ein ganz anderer Mensch. Das habe ich nicht online gesetzt, aber ich habe es als Entwurf gespeichert, um dir das vielleicht mal zu schicken. Das ist echt übel. Oh ja. Ich finde es zwar lustig, aber das ist echt übel, weil so denkst du dir ja, so würde ich viel besser aussehen. Hier sind 6 auf der Tür. Die waren da vorhin nicht, oder? Da habe ich nicht draufgehört. Da gehören keine 6 hin. Waren in der ersten Etage nicht, ne? Nein. Das war 0. Bing! Wenn wir schon mal einfach nur vorsichtig aus der Tür gucken, ne? Ja. Uhrzeit stimmt, Handabdrücke sind da. Ist das mein... Ah, nee, Entschuldigung. Nix, hab nichts gesagt. Ich bin doof. Sprenkel sind da. Er schaut einem nicht hinterher. Ach so, ja, wir müssen... dreh dich mal rum, bitte. Ist das jetzt meine Grafikeinstellung? Oder warum leuchtet bei dir Blut durch die Hose? Und auf der Hose... Hab ich das bei dir auch? Nein. Jetzt vielleicht können wir hier drin stehen. Und jetzt stehst du im Blut. Ich habe auch, meine Füße im... Ist das? Ja. Du weißt, dass wir bei dem Rütteln auch gedacht haben, es wäre ein Grafik. Die Türen sind riesig. Oh, ich stürze gerade ab.
Ich glaube, ich bin abgeschmiert. Oh no! A few moments later. Oh, ich bin wieder da. Die Türen sind groß, also ich gehe mal wieder. Ich glaube, die Türen sind nicht groß. Ich glaube, die Decke kommt näher. Ja, oder das? Und ich glaube, ich stelle die Einstellung wieder auf Low zurück, wenn das hilft. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht wirklich einen Unterschied. Siehst du bei den Mülleimern siehst du, dein Bart ist fast weg. Du hast auf einmal, du hast Poren. Du auch? Das haben wir doch beim letzten Mal nicht gehabt. Nee, er hat gesagt, er hat ein Update gemacht, ein Grafik-Update. Ist die 6 auf dem Boden? Spiel ist verflucht. Mein Männchen ist ein bisschen ruckelig hier. Hm. Jetzt hier läuft auch ein bisschen warm, aber. Musst du vielleicht den Lüfter hochstellen? Ich glaube, sie sind hochgestellt. Warte mal. Ah, war das hier schon im Fahrstuhl? Sieht der Fahrstuhl überhaupt dazu? Ja. Ja, das Pentagramm war schon. Okay. Ich gehe mal noch mal ganz kurz zu meinen Lüftern. Die sind oben. Ich, okay. Ja, ich fahre derweil schon mal eine weiter. Was war? Oh, schwarze Wand. Okay. Ding. Ich hoffe, dass ab, was war es nochmal, 16? Dass ab da dann wieder die Türen aufgeben gehen, weil ab da fand ich es am interessantesten. Ja, ich auch. Ist das normal? Was denn? Alles normal. Ach so. Ich hab verstanden, ist das normal? Wenn wir mal von normal sprechen können, ja? In einem blutigen Krankenhausflur. Keine Zahlen auf den Türen. Pflanze mit Blut gegossen. Ob das gut oder schlecht für eine Pflanze ist. Irgendwann, glaube ich, zu viel Eisen. An Eisen habe ich auch gedacht, aber ist zu viel Eisen nicht gut? Zu viel, was war das wieder? Ach, wenn du mit zu viel Kaffeesatz düngst. Na, wir hatten recht. Yay. Nein. Ich muss gucken gehen. Hey, YouTube! Hier schon wieder. Wer weint denn? Weinst du? Kann ich mich hinhocken? Ich weiß nicht, ob er weint oder lacht. Hallo? Willst du dir den mal angucken? Nein, der wird immer wahnsinniger. Aber der hat ein Grafik-Update. Guck ihn dir an. Du willst doch nur, dass ich umgebracht werde. Mir ist auch nichts passiert. Bah, ich hab einen Apple Parker. Irgendwas sieht jetzt schon anders aus.
Meinst du? Ist die Blutpfütze größer? Ich glaube nicht. Oh, dieses Blutspritzmuster, ich kann mir das nicht merken. Ich auch nicht. Wir werden auch nicht kleiner. Die Geräusche sind bei dir, oder? Geräusche? So, so Küchengeräusche, sag ich mal. Oh, entschuldige, das könnte sein. Die Nachbarin, die schlägt gerade Sahne, glaube ich. Nee, so, wie ein Löffel oder so. Ich glaube, hier ist es normal, oder? Ich glaube auch. Da war ein Mixer. Was macht die denn? Ich bin's nicht. Ich spiele nicht in der Küche. Hier ist auch das Krankenhaus. Meinst du es normal oder ist nicht normal? Es sieht normal aus. Ich bin mir auch nicht sicher, aber... Also, wenn jetzt nicht irgendwo ein Blutspritzmuster anders ist, dann würde ich sagen, es ist normal. Warte, das gehe ich einmal noch gucken. Hm. Wow. Sagt Chatner auch normal? Ja. Okay. Sie sieht sehr confident aus. Ich kann nicht ohne dich fahren. Nee. Das geht... geht übrigens, glaube ich, nur in einem Level, ne? Da, wo es leckt. Ja. Oh. Ja. Ja, ich drück mal, ne? Mhm. Wir fahren. Ach so, das möchtest du. Ja, natürlich. Das kann ich machen, Schatten. Leckerchen. Die Fenster auf. Ich möchte Zeitung lesen. Hier ist eine Tür auf. Und tschüss. Ich geh gucken. Na, für YouTube? Oh, jetzt ist die auf. Ich geh gucken. Hallo? Hallo? Das ist wie hau den irgendwas hier. Hau den Lukas. Nee, das war ja nur ein so ein Ding drauf machen. Draufhauen. Auch dann nicht. Okay. Ich hätte wäre reingegangen. Nee. Du hast Blut auf dir drauf. Hab ich? Von dem Fahrstuhl leuchtet durch. Oh, da läuft ein Männchen auf dem Exit-Ding. Dann laufen wir auch mal eine Etage weiter. Ja. Dum, 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 dum. Hat der Blut gekackt? Der war das. Ja. Den ist hier. Der ist missgeschickt passiert. Ein kleines? Er lebt gar nicht mehr eigentlich. Der hat es auch auf den Schuhen. Also ich glaube, dass der was damit zu tun hat. Hier vielleicht wieder Türen oder so. Es ist mir verdächtig normal. Oh. Nicht normal. Okay. Ich dachte gerade, was ist das für ein komischer Blutfleck? Aber es war der Sensenmann. Ja, ich hab's gemerkt. Fiep! Schon bei 12. Ich habe schon wieder so einen Ohrwurm, wo ich den Text eigentlich gar nicht kenne. Immer nur so Bruchstücke.
weiß auch noch nicht mal, von wem das Original ist. Ich habe gestern so eine Nightcore-Version gehört. Darkseid. Oh, guck mal, hier läuft Wasser aus dem Spender. Jetzt, wo es hier blutig ist, läuft da Wasser raus. Als es nicht blutig war... Ja, niemand muss es hier putzen. Als es nicht blutig war, lief da doch Blut raus. Hm. Welcome to my dark side. Come into the dark side. Ich mehr kenne ich nicht. I love it. Aber den Text kann ich auch nicht auswendig. Das sind 3 Uhren. Okay. Ja, ich trinke auch noch mal einen Schluck von meinem Motivationsmilkshake. Jetzt ist es dunkel geworden. Aber ich hätte mich jetzt köpfen lassen können wieder. Really? Ja. 15. Du willst keinen Mist machen hier. Jetzt fängt jeder Blutfleck an, komisch auszusehen für mich. Ja. Diese Explosion hier an der Wand zum Beispiel. Nee, das habe ich gesehen, als ich dachte, ja gut, dann hat er aber sehr viel Spaß gehabt. Oder auch nicht. Aber bevor wir irgendwie beschließen, es ist normal, laufen wir langsam hier durch und warten, ob irgendwas größer wird. Oder wird kleiner. Ach übrigens, ne? In Folge Nummer 3 haben wir einen Kommentar bekommen, da wo wir uns gefragt haben, verdammt, was haben wir denn übersehen? Das kann doch gar nicht sein. Es hat jemand gesehen. Es war eine Türklinke. Oh no! Eine... Ja. Das, was wir viel später nochmal hatten, war da, wo wir verkackt haben. No! Danke, lieber Zuschauer. Ich habe da ehrlich gesagt die Tage noch drüber nachgedacht, was wir da falsch gemacht haben. Ja, auch gesagt, es beruhigt mich im Nachhinein ein bisschen. Ja. Weil ich hasse das, wenn man einem nicht sagt, was verkehrt war. Ich auch. Das ist wie diese Kündigung ohne Angabe von Grund, ne? Immer. Boah, ja, das ist ja noch schlimmer. Wir haben auch keine Kinderhände im Restmüll. Die Türen werden noch kleiner, oder? Oder bin ich doof? Nee? Ich laufe mal so direkt nach vor ihm, um zu gucken, ob ich ihm so gerade so eben noch in die Augen gucken kann, um zu sehen, ob wir irgendwie größer oder kleiner werden. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Die Sitze sind doch auch kleiner. Aber sicher bin ich mir nicht. Also wenn, würden wir größer werden, aber das tun wir auch nicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich finde, es sieht pretty normal aus. Ja. Die Fahrstuhltür ist so groß. Ich fange jetzt an allem zu zweifeln. Okay. Auf deine Verantwortung. Wäre nicht hier eigentlich so ein Checkpoint? Oder erst in der nächsten? Nee, erst jetzt. Ja. Was war das gerade? Hä? Was denn? Was denn? Gerade das Geräusch. Hä? Oder hast du... Nee, du kannst auch nur wo vorschlagen. Vergiss es, ich habe nichts gesagt. Fällt mir das bestimmt noch ein. Wie? Was? Was ist los? Was? Du verunsicherst mich.
Okay. Gott, mein Herz. Ne? Warte, nicht drücken. Was passiert denn? Ja, okay, dann halt nicht. Hä? Oh, das Baby. Das Kacke-Baby. Oh, wie war das nochmal? Man muss es angucken. Ab irgendeinem gewissen Punkt kannst du, glaube ich, umdrehen und rennen. Ja, ich hänge irgendwo fest. Come into the dark side. Hat das schon immer ein Loch in der Mitte vom Kopf? Ja, ich glaube ja. Wo geht's denn hier rein? Jetzt nach hinten, genau, jetzt ganz nach rechts. Ach. Dreh dich um und renn. Wo? Ja, genau, da lang. Okay. Ah. Wo? Ja, hier? Genau, da um die Kurve, genau. Ah. Ich komme, ich bin geh weiter rein. Oh. Ah. Wir haben das Baby besiegt. Yay. Da ist eine Tür auf. Die. Weiß ja nicht, ob die. Da war gerade schon wieder das Geräusch. Was ist das für ein Geräusch? Also wie... Das nur in ganz dumpf. Schlägt dann Mann Fleisch? Gerade in der Küche. Nein, der ist in seinem Arbeitszimmer. Schlägt da eine Katze? Okay, alles merken. Alles voller Blut. Bemerkt. Sind hier auch irgendwelche Sechsen? Ich glaube, wenn das Hardcore ist, ja? Ist das Hardcore? Ich glaube, ja. Und dann gibt es nämlich keine Checkpoints. Oh, jetzt habe ich eine weinende Katze vor der Tür. Sekunde. Ja, bitte. Kann sie reinkommen? Hier, komm. Okay, wir sind hier in einer Aufnahme. Rein oder raus? Later. Du bist ein Blödmann. Dann nicht. Lassen wir die Tür angelehnt. So. Also. Gut. Blut, 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 Blut. Da sitzt einer. Eine Pflanze. Eine Pflanze, eine Pflanze. Ein Rollstuhl. Oh, eine heulende Katze vor der Tür. Aber ist die Türe offen? Irgendwas passt hier wieder nicht. Das heißt, also wenn wir jetzt einen Fehler machen, landen wir auf Etage 0. Meinst du? Aber es ist doch auf 100... Also, wir haben doch nicht auf Hardcore umgestellt, oder? Wir haben doch einfach nur weitergemacht. Ja, aber da, ich glaube, dass wir den Hardcore freigespielt haben. Oh, der Rollstuhl bewegt sich. Wollt ihr mich rausschubsen? Ich konnte gerade nicht rausgehen.
Ich habe ja kein Fahrstuhlgeräusch gehabt. Ja, ich habe vorhin selber nochmal nach hinten geguckt. Ist ein bisschen viel Blut, ne? Aber das eine Bett ist sauber. Zwei Betten sind sauber. Da habe ich nicht drauf geachtet. Also, hier ist Blut. Da ist sauber, da ist sauber. Da ist nicht sauber. Ich finde aber, es sieht normal aus. Ja, aber war das so, dass die beiden sauber sind und das hier voll vollgeblutet ist? Ich meine ja. Du meinst ja. Du kannst die Sachen besser merken als ich. Ja. Ich weiß manchmal nicht mal, wo ich meinen Schlüssel abgelegt habe. Das ist ja was, was du jeden Tag eigentlich an dieselbe Stelle legst und dann mal woanders hin und dann hast du es vergessen. Das hier sind neue Sachen. Die merkst du dir kurzfristig länger besser. Ich hab's. Oh Gott, null! Kein Checkpoint! Sag ich doch. Nein. Sind wir sicher, dass wir das wollen? Ich weiß es nicht. Das kann gute acht Stunden dauern. Ich hol noch eine Stunde. Ah, wir probieren es nochmal. Ansonsten hätte ich einen Vorschlag. Der wäre? Du installierst dir eben das, was ich dir gerade geholt habe, und dann spielst du das und ich schau dir jetzt. Okay, wir probieren noch einmal hier so. Also mein Rechner ist wirklich verdammt warm. Dafür, dass die Lüfter auf volle Kanne sind. Doch, ich höre sie. Weiß ja nicht, was der für ein Grafik-Update hier gemacht hat. Ja, warte, ich will reinlaufen. Du bleibst in Sicherheit. Ja. Oh. Hi, do you think your game is crashed? Oh, warte, ich habe eine Sequenz. Was? Ich auch. Was hat... Oh, der hat Alt F4 gedrückt. Er hat uns rausgeworfen. Ja, ich glaube, das ist ein Zeichen. Ja. Ja. Du kannst eine Bloopers-Folge machen, finde ich. Na was? Eine Bloopers-Folge. Ja, wie man es nicht macht. Ja, dann überlegen wir uns, ob wir das vielleicht mal irgendwann nochmal weitermachen. Und dann danke YouTube fürs Zuschauen.